Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal Alisas Sweet Dreams. Heute zeige ich euch, wie man eine Anzugtorte macht. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt heute 4 Rezepte dazu. Dem einen mag es nicht viel vorkommen, aber wenn man so eine Torte, ich sag's mal so, eine recht aufwendige Torte alleine macht, dann muss man sich auf jeden Fall viel Zeit nehmen und man muss es ganz gut organisieren, dass man am Ende eine bestmöglichst frische Torte erhält. Diese Torte enthält einen klassischen Biskuit, eine Käsekuchen und eine Erdbeercreme-Füllung. Zudem wird die Torte mit einer Milchmädchenbuttercreme eingestrichen und bei Bedarf, so wie ich es immer ganz gerne mache, mit Fondant überzogen und mit essbaren Elementen dekoriert. Schaut es euch an und entscheidet natürlich selber, wie ihr euch am besten organisieren wollt. Im Laufe des Videos aber erzähle ich auch nochmal von meiner Vorgehensweise bzw. von meinem Zeitmanagement. Vor langer Zeit habe ich nach einem perfekten Biskuit gesucht und ihn dann auch natürlich gefunden. Das Rezept habe ich von der Frag Mutti. Ihre Internetseite verlinke ich unten in der Infobox. Und für den Biskuit brauchen wir 6 Eier, 300 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 75 Gramm Stärke und ein bisschen Backpulver zur Sicherheit. Diese Biskuitmasse ist eine eierreiche Masse ohne Fettzugabe in der Rezeptur. Daher sind diese Biskuitgebäcke besonders locker und bekömmlich. Die Mengenangaben der Zutaten sind einfach zu merken, wenn ihr einen einfachen mathematischen Trick anwendet. Und zwar geht das so. Die nachfolgenden Zutaten, die nach den Eiern kommen, werden immer durch 2 geteilt. Man hat also 6 Eier, teilt diese Zahl durch 2 und erhält eine 3. Dann hängt man da 2 Nullen an, ne, damit man auch 300 Gramm Zucker hat, teilt dann diese Zahl wieder durch 2 und erhält 150. Also hat man 150 Gramm Mehl raus. Wenn man die 150 durch 2 teilt, erhält man 75 Gramm. Also hat man 75 Gramm Stärke. Und die Zutaten selber sind auch leicht zu merken, wenn man sich die Eselsbrücke zu Hilfe nimmt. Jetzt kommt das Beispiel, ein Zwerg muss singen. E für die Eier, Z für den Zucker, M für das Mehl und S für die Stärke. Ich finde das Ganze total süß und somit habe ich mir das Ganze natürlich auch ganz schnell gemerkt. Zunächst werden die Eier mit dem Zucker schaumig geschlagen. Das erfordert ca. 10 Minuten. Dann werden die trockenen Zutaten nach und nach dazugegeben und vermischt. Der Biskuit geht auf jeden Fall ohne Zugabe von Backpulver auf, wenn man die Eier gut aufschlägt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr aber dennoch Backpulver dazu nehmen, so wie ich zur Sicherheit. Dann nochmal sicher gehen, dass auch alles schön homogen ist. Gebacken wird das Ganze bei 180 Grad, ca. 50 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen. Und so sieht der Biskuit am Ende aus. Ich finde perfekt halt, luftig, leicht und locker. Jetzt wird die Käsekuchenfüllung vorbereitet und auch gebacken. Die Zutaten hierfür sind 3 Eier, 150 ml Öl, 200 Gramm Frischkäse, eine Packung Vanillepudding, 200 ml kalte süße Sahne zum Aufschlagen, 500 Gramm Quark, eine Bio-Zitrone, davon brauchen wir die Schale, also muss sie unbehandelt sein, 2 Esslöffel von dem Zitronensaft und 200 Gramm Zucker. Als erstes werden wieder die Eier mit dem Zucker schaumig geschlagen. Dann wird die Zitronenschale reingerieben und der Zitronensaft dazugegeben. Nun wird der Quark und der Pudding dazugegeben. Dann das Öl. Zwischendurch muss natürlich gerührt werden. Jetzt kann die kalte Sahne bis zu einer gewissen Konsistenz steif geschlagen werden. Dann wird der Frischkäse dazugegeben und beides wird nochmal steif geschlagen.
und anschließend kann diese Sahnemischung in die Eiermischung vorsichtig eingerührt werden. Die Backform wird mit Backpapier ausgelegt und die Käsekuchenfüllung bei 180 Grad 1 Stunde und 10 Minuten gebacken. Aber deckt bitte ab der Hälfte der Backzeit den Käsekuchen mit Alufolie ab, damit das auch oben nicht verbrennt. Ich finde das Rezept ziemlich cool, denn diejenigen, die einen normalen Käsekuchen haben wollen, also keine Füllung, die können das Öl durch Butter oder Margarine austauschen. Also ihr wisst Bescheid. Wenn die Käsekuchenfüllung abgekühlt ist, kommt sie in den Kühlschrank zum Durchkühlen. Jetzt wird die Erdbeercreme vorbereitet. Dafür brauchen wir 500 Gramm Erdbeeren, 150 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Zitronensaft, 200 Milliliter kalte Sahne zum Aufschlagen, 200 Gramm Schmand und 12 Blätter Gelatine, die in ausreichend viel Wasser eingeweicht werden müssen. Wenn ihr keine frischen Erdbeeren da habt, dann könnt ihr natürlich auch tiefgefrorene nehmen. Und wenn ihr keine frische Zitrone habt, dann könnt ihr natürlich auch sowas hier nehmen. Die Gelatine muss ca. 10 Minuten lang quellen. Die Erdbeeren können jetzt entweder püriert werden oder ihr zerquetscht die, so wie ich das mache. Dann habt ihr am Ende kleine Stückchen mit dabei. Dann kommt der Zucker und der Zitronensaft dazu. Die Erdbeeren werden kurz zum Kochen gebracht und der Topf muss vom Herd genommen werden. Die gequollene Gelatine kann nun in die heiße Erdbeermischung gegeben werden. Die Erdbeermischung darf nicht kochen, sonst würde die Gelatine ihre Gelierkraft verlieren, weil sie durch die Hitze zerstört werden würde. Die Gelatine muss sich jetzt komplett auflösen. Auch hier wird die Sahne kurz aufgeschlagen, dann kommt der Schmand dazu. Und es wird weiter steif geschlagen bis zu so einer Konsistenz. Die Erdbeeren werden nun in eine größere Schüssel gegeben und nach mit dieser Sahnemischung vermischt. Zunächst muss aber ein Temperaturausgleich stattfinden. Denn sonst, wenn man das nicht macht und die komplette Creme auf einmal da reingibt, dann können Klümpchen entstehen. Und dann kann auch schon die restliche Sahne dazugegeben werden. Da die Creme jetzt noch etwas flüssig ist, muss sie für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank, denn dann ist sie von der Konsistenz her perfekt, um reingegossen zu werden. Jetzt wird die Torte gefüllt. Den Biscuit habe ich mir in 3 Teile geschnitten, weil ich 2 Füllungen habe. Zuerst wird die Käsekuchenfüllung vorbereitet und auf den Biscuit gelegt. Dann wird der Backring drumherum gelegt und mit Acetatfolie ausgestattet.
Die gefüllte Torte muss jetzt für ca. 5 bis 7 Stunden in den Kühlschrank, damit die Erdbeercreme geliert. Am besten lässt ihr sie über Nacht dort. Und wenn es soweit ist, kann auch schon die Milchmädchen-Buttercreme vorbereitet werden. Normalerweise nehme ich Butter und Milchmädchen im gleichen Verhältnis, aber für diese Torte habe ich jetzt 420 Gramm Butter und 400 Gramm Milchmädchen genommen. Zuerst wird die zimmerwarme Butter, meines 25 Grad warm, fluffig geschlagen. Das dauert ca. 7 bis 10 Minuten. Und danach gleich kann auch schon das Milchmädchen in dünnem Strahl dazugegeben werden. Wichtig ist nur, dass das Milchmädchen die gleiche Temperatur aufweist wie die Butter selbst. Denn nur so können sie sich optimal miteinander verbinden. Alles nochmal gut verrühren, damit sich alles wie gesagt gut verbindet, und das dauert 2 bis 3 Minuten. Dann ist die Creme auch schon fertig. Danach dürft ihr die Buttercreme in den Kühlschrank stellen, bis euch die Konsistenz zum Streichen zusagt. Die Dekorationen wie die 30, die Fliege und die Knöpfe können schon einige Tage vorher hergestellt werden. Mit Hilfe dieser Silikonmatten habe ich einige Elemente für die 30 vorbereitet. Ansonsten können die anderen Sachen aus Fondant ohne Formen hergestellt werden. So, nun erzähle ich euch ganz kurz, wie meine Vorgehensweise war, beziehungsweise wie ich mich organisiert habe. Da der Biskuit sich am besten schneiden lässt, wenn er durchgekühlt ist, habe ich den natürlich so früh wie möglich gebacken. Ich habe ihn gleich morgens gebacken. Danach habe ich die Käsekuchenfüllung gebacken, weil sie auch nochmal im Kühlschrank durchkühlen muss, damit sie nicht zu weich ist und man sie quasi hochheben kann und auf den Biskuit legen kann. Sobald sie durchgekühlt worden ist im Kühlschrank, habe ich gleich schon die Erdbeercreme hergestellt. Während die Erdbeercreme im Kühlschrank etwas fester wurde, habe ich den Biskuit durchgeschnitten, dann die Käsekuchenfüllung auf den Biskuit gelegt, den Backring drumherum gelegt, mit einer Acetatfolie ausgestattet, und dann war auch schon die Erdbeercreme bereit zum Draufgießen. Als die Torte mit der Erdbeercreme gefüllt worden war, habe ich dann den dritten Teil des Biskuits da drauf gelegt und die Torte in den Kühlschrank geschickt. Die Torte habe ich dann über Nacht dort gelassen und am nächsten Tag habe ich dann auch sofort die Milchmädchenbuttercreme hergestellt, sie bestrichen mit der Milchmädchenbuttercreme, und dann nach einer halben Stunde ungefähr habe ich die gleich mit Fondant eingedeckt und dann dekoriert. Ich finde, das ist eine machbare Vorgehensweise, die einem auf jeden Fall auch ein bisschen Freiraum gibt, damit man nicht eins nach dem anderen machen muss. Und im Endeffekt hat man dann für so eine Motivtorte eine relativ frische Torte.
Wenn ihr super, super viel Zeit habt, dann könnt ihr das natürlich an einem Tag machen. Das ist auch möglich und sogar noch besser. Schaut natürlich selber, wie ihr das machen wollt. Das ist euch selber überlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Jetzt wird die Torte mit schwarzem Fondant eingedeckt. Mit Hilfe solcher Plexi-Smoothers mache ich die Kanten etwas schärfer. Die Fliege habe ich mit Hilfe eines Zahnstochers auf die Torte angebracht. Hiermit wird die Naht geprägt. Die fertige Torte pinsel ich mit einer Mischung aus Honig und hochprozentigem Alkohol ein, damit es schön glänzt. Das Verhältnis beträgt 1:1. So, liebe Freunde, das war's erstmal von mir. Ich bedanke mich bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn euch das Video von Nutzen war. Und abonniert mich gerne, wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt. Auf Wiedersehen!